So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Dragon Age Inquisition. Ja, ausgeruht. Und ihr wollt mehr, was ich gelesen habe. Also, man hat mir SMS geschrieben, dass ich mehr machen soll. Ja, kein Problem, machen wir. Und wir gehen einmal rein in die Karte. Und das ist einmal das, was wir jetzt einmal anvisieren hier. Das ist gleich da hinten. Mal schauen, was das ist. Draußen einen Schädel aufgestellt und zu welchem Zweck? So, der Schädel ist dazu da, dass wir Scherben finden. Die liegen hier überall verteilt. Und jetzt müssen wir halt 4 finden und 2 haben wir schon gefunden. Könnte ein bisschen dauern. Da ist noch eine. Und eine gibt es noch irgendwo. Da ist die 4. Sehr gut. Gehen wir wieder zurück. Und die Scherben bringen sich dazu, da gibt es einen, wie soll ich sagen, einen Scherbenpalast, sowas in der Art. Und mit diesen Scherben kann man dann Türen öffnen. Ja, damit ihr euch ein bisschen auskennt. Und jetzt bin ich... Genau. Das war das da. Wie komme ich da runter? Nämlich, da kann man Lager aufstellen. Wenn wir da jetzt draufdrücken, sieht man das ja noch. Das war ja... Das, wo ich überhaupt nicht hingefunden habe, errichte Lager. 4 von 6, also 2 gibt es noch. Gehen wir mal da rauf, würde ich sagen. Und da unten, da habe ich mich ja überhaupt nicht mehr zurechtgefunden. Oder wir machen, was ist das da, gefundene Scherben. Also das sind jetzt die Scherben, genau. Die sind jetzt da die 4 Scherben, die ich gefunden habe. Die können wir uns auch mal holen. Holen wir uns einmal die Scherben, die sind nämlich ein bisschen näher. Und wir nehmen wieder hier alles mit. Schon lange nicht mehr Dragon Age gespielt. 9 Parts, das waren ja, glaube ich, jetzt da 11 Tage, die ich jetzt da hier passiert habe und auch noch ja, Wolfenstein und sowas raufgeladen habe. Aber wir machen natürlich auch weiter mit Dragon Age, nämlich ihr wollt es ja unbedingt sehen. Gimli hat mir auch geschrieben, dass der Zwerg, den ich gemacht habe, zu wenig Narben hat und sowas. Ja, es ist halt mein Charakter, sei mal nicht so, also sei mal nicht besser. Ja, es ist halt, ja, ich stelle mir halt vor, dass er so halt ausschaut. Mir hat er sehr gut gefallen. Und bin eigentlich zufrieden damit, so wie es jetzt ist. So, da drinnen in diesem Haus ist die erste Scherbe. Da, liegt sie schon. So, Scherbe. Ich kann nicht mit Gewissheit sagen, was... Genau, ja. Was hier ist, aber... Es muss einen Grund geben, warum es durch den Schädel erleuchtet wurde. Ja, ist ein bisschen komisch da, indem man da durch einen Schädel schaut und dann Scherben hier finden soll. Das ist da oben, okay. Das ist auch nicht so weit weg, das ist auch gut. Papp. Gehört schon mir. Perfekt. So, hier Scherbe. Und 22 gibt es halt hier in dieser Region. Da, rauf. Alles mitnehmen hier, bis zum geht nicht mehr. Und runter hier wieder. So, es ist glaube ich irgendwo in dieser Burg da, oder? Wenn ich mich nicht hier... Na, da. Der Hexenwald. So, und hier ist die letzte. Die Inquisition könnte vielleicht herausfinden, was für Dinger das sind. Ja, ich habe schon herausgefunden, nämlich bin mit meinen Elf oder Elben sehr, sehr weit schon mit der Geschichte. So, da oben ist die letzte. Gibt es halt den Scherbenpalast, da kann man Scherben untersuchen und wir brauchen extremst viele Scherben, was ich so herausgefunden habe. Jetzt holen wir uns das Lager da oben noch. Kann ich da durchgehen? Ich glaube nicht. Also hier wäre das Lager sicherlich nicht drinnen. Geh weg da. Papp. Immer brav weiter. Und wie man hört, ich habe ein neues Mikro habe ich gekauft. Für alle, die sich Wolfenstein nicht angeschaut haben, nämlich das war mein erster Teil mit diesem neuen Mikro. Ja, es hat mir wer geschrieben, dass... der Spoonman hat mir geschrieben. Tötet sie alle!
dass sich das ziemlich arg anhören soll. Und Mr. Useless hat mir per WhatsApp geschrieben, dass ich... Ja, ja, ist voll. Ja, ja, passt schon. Dass ich es ein bisschen niedriger drehen soll. Also, da sich so viele Wolfenstein nicht angeschaut haben, wird mich interessieren, was ihr dazu sagt, die sich Dragon Age bei mir anschauen. Halt ein neues Mikro und sowas. Ob das so passt von der... Vom Aufnahmeton von mir und vom... Ich glaube nicht, dass das einfache Banditen sind. Einfache Banditen, ja, ja. Fähigkeiten deuten darauf hin, dass da mehr dahinter steckt. Mehr dahinter steckt, ja, ja. Dass man mich halt gut hört und dass man auch den Hintergrund gut hört. Ja, es wird mich interessieren, was ihr dazu sagt. Eure Meinung zählt natürlich hier vollkommen. Also bitte schreibt's mir, schreibt's mir, schreibt's mir. Mr. Hardloss zum Beispiel, der ist jetzt wegen Dragon Age ja zu mir gekommen und schaut sich ja auch mein Let's Play an. Und natürlich du, Gimli, du bist ja mein absoluter Favorit. Du bist ja schon seit Anbeginn bei mir und kommentierst und kommentierst. Also würde mich interessieren, was die zwei davon halten, nämlich der Rest schaut sich das ja nicht so wirklich an. Gibt's ja noch andere Let's Player hier, wo man sich das anschauen kann, aber trotzdem, die zwei sind mir treu und schauen sich das gerne von mir an. Eine Frage an dich auch noch, Gimli. Ja, du hast mir ja geschrieben, ja. Du schaust das ja nur gerne wegen mir an. Das würde mich interessieren, warum das so ist. Spiele ich so schnell? Ohne zu zögern oder sonstiges. Das würde mich sehr interessieren. Bitte antworten. Und wir machen jetzt hier trotzdem mal weiter. Und genug davon. Lobhymnungen bis zum geht nicht mehr. So, irgendwas da vorne, okay. Wir könnten hier lagern. So, hier können wir ein neues Lager aufschlagen. Das machen wir natürlich. Okay, jetzt tun wir mal schnell rasten hier, obwohl wir eh schon voll sind, aber trotzdem. Macht plus 1, immer gut. So, da gibt es ein weiteres Rufzeichen, eine neue Quest, die wir hier erhalten können. Die holen wir uns natürlich. Die Hinterlande, da werden wir noch sehr, sehr lange sitzen. Neue Quest müssen wir lesen. Wer lesen will, bitte bei mir auf Pause drücken. Ich bin kein guter Leser und ich lese auch ungerne, ich lese nur Bücher. So, und hier gibt es einen Riss. So, den können wir mal da vorbeischauen, ob wir den auch schaffen. Da müssen wir wieder rauf, irgendwie. Rauf, 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 irgendwo. Ich glaube schon, dass das oben ist, irgendwo. Okay, okay. Und ich habe es ja schon in den ersten paar Titeln schon erwähnt, dass das hier eigentlich ziemlich verwinkelt ist. Man kennt sich da nicht wirklich sehr gut aus. Ja, wir sind Level 5, das passt schon vollkommen. Wir sind auch schon 5, das habe ich auch schon vergessen. Ein normaler Wolf würde mit einer derartigen Verbissenheit kämpfen. Ja, ja, ja. Die Bresche hat sie wahnsinnig gemacht. Genau. Oder ein Dämon hat womöglich die Kontrolle über das Rudel übernommen. So, 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 da. Hier entlang. Wollt wieder zurückgehen? Nein, nein, diesmal nicht. Bin total ausgeruht. Weihnachten war wunderschön, muss ich sagen. Hab mit meiner Familie gefeiert. Habe ein neues Spiel erhalten, und zwar This War of Mine von meiner Freundin. Auf das, was ich mich auch freue, nämlich das kommt im März ja auch für die PlayStation. Das heißt, ich werde es ab März dann spielen. Das ist so ein Endlosspiel, da geht es um einen Bürgerkrieg. Also ich glaube eher, dass es, wie heißt es, so im Zweiten Weltkrieg war. Und man hat halt drei Charaktere. Mit diesen drei Charakteren muss man so lange wie möglich überleben. Ist jetzt da von diesen Struktur her sehr interessant, muss ich sagen. Nämlich, man muss plündern gehen, muss sich was zum Essen kochen, damit man hier immer überlebt.
Und diese Trauer in diesem Spiel ist auch schon sehr famos, muss ich sagen. Hat schon seinen gewissen Reiz hier. Gib ihm den eingefahrenen Vollidioten da. Komm, komm, komm. Boom. Komm. Boom. Ich finde das so geil, wenn er ihn so niederhaut, dass er dann am Boden liegt. Okay, so, irgendwie müssen wir da rauf, aber ich habe bis jetzt... Ja, ja, loote mal. Nein, du sollst da raufspringen. Wirklich, die hätten das nehmen, also das, was man da aufsammeln kann, auf eine andere Taste geben sollen. Okay, okay, okay. Ah, da unten ist der Riss. Ah, das ist sicher dieser Orgeriss, oder? Schauen wir mal. Nur anvisieren einmal, hingehen und anvisieren. Wenn das geht, wenn das geht, wenn das geht. Level 12er, ja, ja, okay, das ist der brutale Riss hier. Wir verpissen uns hier wieder. Schauen uns nochmal hier um. Genau, da rauf wollten wir. Machen wir eine Schnellreise dahin. Also wir können ja nicht, wir sind ja im Kampf, in der Kampfphase. Pack dein Schwert weg. Pack dein Schwert weg. Du musst dein Schwert wegpacken erst. Geht ja. So. Wir machen eine Schnellreise hier hin. Auf Reise. Sehr gut. Und das geht ziemlich schnell. Ich glaube, das haben sie gepatcht, dass das nicht mehr so lange dauert. Das finde ich ziemlich nice, muss ich sagen. Alles ist hier ziemlich nice geworden. Gefällt mir sehr, sehr gut. Oh, ein neues Rufzeichen hier. Das ist das mit dem Bison. Das habe ich und Mr. Hardlost ja auch schon gezockt. Ist ziemlich stressig. Da müssen wir einen Bison befreien. Also wieder zurückbringen zu seiner Herde. Okay, da ist noch ein Riss. Und die sind Level 5. Gegen die können wir uns behaupten hier. Komm, 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 gib ihn. Helft's mir, meine Kameraden, helft's mir. Sehr gut. So, geht schon. Alle weg. Das war der erste Streich. Damit ihr euch ein bisschen da auskennt, das ist da oben. Oben rechts sieht man jetzt Riss im Nichts. Und darunter ist eine rote Spalte. Diese rote Spalte muss weg. Wenn diese rote Spalte weg ist, dann könnt ihr den Riss wieder schließen. Komm, 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 steh auf. Sehr gut, okay. Jetzt sind sie betäubt. Das habe ich, glaube ich, auch schon einmal erwähnt hier. Sehr gut, okay. Und jetzt sieht man, wie dieser rote Balken immer weiter runter geht. Jetzt kommen die neuen Attribute hier. Wir versuchen ihn gleich zu schließen. Jawohl, das geht. Und boom, weg ist er. Sehr gut. Schauen wir mal, was da gibt. Nämlich mein Inventar ist ja voll, das können wir mitnehmen, das ist gut. So, hier unten können wir irgendwo eine Fahne montieren. Und zwar hier. Eigentum der Inquisition. Ich tue für euch wieder durchseppen hier. Wer es lesen will, bitte auf Pause drücken. Vielen Dank. Und wir schauen, da oben ist ein Fragezeichen. Bewegen wir uns mal also hin. Also was denkt ihr? Wer ist am härtesten? Josephine, Liliana oder Cassandra? Ich bin hier, nur damit ihr es wisst. Das macht auch nichts, Sucherin. Cullen steht nicht zur Wahl? Blöckchen? Den halten sie doch nur als schmückendes Beiwerk. So, hier runter. Und wo der Bock jetzt raufgegangen ist, da gehen wir auch rauf. Da oben, glaube ich, komme ich hin zu den Fragezeichen hier. Beweg dich. Sehr brav. Und ich bin trotzdem noch immer begeistert von dem Zwerg. Auch optisch, Gimli. Mir gefällt er trotzdem sehr gut. So, hier gibt es noch was. Hier gibt es eine Höhle, da gehen wir dann später erst rein, wenn wir rein müssen. Ist nichts wahnsinnig Ohrfregendes hier drinnen. Okay, jetzt zeigt das mal ganz anders an. Ein bisschen verschnupft bin ich. Es ist ziemlich kalt bei uns in Wien jetzt momentan.
Müsst ihr euch vorstellen, zu Weihnachten hat es gehabt, also am 24. Dezember hat es gehabt, ich schätze mal so 15 Grad. Kompletter Temperatursturz auf dem 25. Ich glaube zu minus, na minus vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall bei Null jetzt. Es ist schon ziemlich kalt. So, hier irgendwo rauf, können wir da rauf gehen irgendwo? Ja, hier, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Perfekt. Okay. Okay, gut. Es ist ein bisschen... Ah, da hinten ist es. Okay. Wir bleiben oben. Nämlich mir wäre es lieber, wenn wir von irgendwo runtertroppen. Da vorne ist es. Okay. Ah, das ist sowas. Okay, okay. So, wer es lesen will, bitte auf Pause drücken. Ja, was wir hier machen müssen, sind Sterne ja, in die richtige Position hier bringen. Und zwar zum Beispiel jetzt hier, hier. Es könnte jetzt sein, dass ich auch total falsch bin. Hier, 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 hier und hier. Ah, scheiße, ich habe die da vergessen. Seht ihr das? Ich glaube, ich komme jetzt da nicht mehr rauf. Ja, genau. Das heißt, wir beginnen hier. 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 Und hier. Jetzt passt's. Sehr gut. Fertigstellen. So, wer es lesen will, bitte drückt auf Pause. Schaut euch das an. Unglaublich. So, dieses Teil zeigt uns dann an, wo die anderen zwei stehen sollten. Sind dann irgendwo markiert, hier zum Beispiel. Und... Ich glaube, das da? Na, das ist der Riss. Na, das ist der Riss. Dann weiß ich es jetzt nicht. Aber auf jeden Fall hier ist eins. So schauen dann diese Zeichen aus. Ein Schlüssel Astararin, keine Ahnung, Astrarin, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ah, hier, schaut's da. Da unten ist das. Und eins davon haben wir schon gemacht. So, suche den Fluss nach dem Paket ab. Okay, dann werden wir das gleich als nächstes tun. Das ist nämlich gleich in der Nähe hier. Und da unten, glaube ich, gleich. Komm, mach den depperten Bogenschützen fertig. Geht ja. So, plündern. Hat der ein Paket vielleicht mit? Statue von Melfors, irgendetwas. Okay. Da oben ist noch ein Gegner. Damit er auf mich losgeht, deswegen drücke ich hier Dreieck. Komm. Okay, Samit und irgendetwas, keine Ahnung wozu das ist. Wenn ihr das wisst, was das ist, dann bitte, dann schreibt es mir in die Comments. Ich glaube bis heute nicht herausgefunden, was das kann. Könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Ja, hier könnte irgendwo etwas sein. Und zwar hier. Katanharnisch, okay. Wartet mal, wir gehen rein mal in die... Ah, okay, jetzt sind wir in Kampfmodus hier. Das hat jetzt lächerlich ausgeschaut, ich weiß. Okay, passt. So, bitte steckt das Schwert wieder weg. Dankeschön. Okay,
So, jetzt gehen wir mal rein in das Inventar und schauen einmal, ob wir hier etwas Neues haben. Papap, hier drauf. Das ist schon mal besser. Klinge des Söldnerorts. Okay. Na, dann tun wir uns den natürlich gleich ausrüsten. Haben wir ein neues Schild auch gekriegt. Verstärktes Schild, okay. Das holen wir uns auch gleich. So, gehen wir auf Rüstung. Und zwar auf Schwere hier. So, Stufe 6, okay. Okay. Die haben wir. Dann lassen wir die auch. Gehen wir auf den Varric. Der braucht... Nein, haben wir auch nichts. Der Helm ist genau das gleiche. Er hat auch keine Attribute. Die Cassandra möchte ich auch ein etwas stärkeres geben hier. Ja, die hat schon das Beste. Die Verteidigung von denen da unten haut es ein bisschen rauf, aber ansonsten nichts. Solas, der braucht die leichte Rüstung hier. Kann aber nichts machen. So, Magier Mensch. Ja, genau, das war das. Die Geschichte. Magier Mensch, was ist das? Und hin und her. Ich kann mich schon wieder erinnern. Okay. So, wir gehen da auf Stab. Na bitte. Also den haben wir. Und dann sieht man da diesen kleinen grünen Balken, wie er raufgeht. Das heißt, wir geben ihm das da. So, dich. Also Moons haben wir ja schon. Die Bianca ist das Einzige, was er tragen kann. Die Cassandra können wir schauen. Den süßlichen Finger vielleicht geben. Aber das ist da besser. Dann geben wir ihm das da. Schaut auch fett aus. Ein neues Schild vielleicht auch noch, wenn es geht. Da, okay, Holzschild. Keine Ahnung, ist besser anscheinend. Ist besser als das Schild der Inquisition, das ist auch ein bisschen komisch. So, Solas haben wir. Und wir sind fertig. Vielleicht sollten wir ein bisschen was wegwerfen, damit wir uns diesen Harnisch da mitnehmen können. Das wäre auch eine gute Idee, glaube ich. Das heißt, wir gehen rein auf... Das haue ich immer gerne weg, wenn ich zu viel habe. Zerstören, zerstören, ja. 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 Mit diesen Ringen werde ich mich erst später befassen, nämlich die können dann auch noch Attribute hier raufholen. Vielleicht ist das nämlich das Paket. Ja, genau. Deswegen habe ich es gemacht. Genau, nur deswegen. So, das aktivieren wir, damit das auch wieder verschwindet hier. Okay. Da oben ist Radcliffe, damit ihr euch ein bisschen auskennt. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt auch Part Ende. Der Meister der Pferde. Ja, das ist das nächste, was wir machen. Wir machen mal eine Schnellreise hierhin. Und ich gebe euch hier noch eine schöne Aussicht. Vom Hügel her. Schaut urschön aus, wirklich. Wirklich, wirklich sehr schön. Ja, okay, gut. Vergesst nicht zu kommentieren, bitte. Den Daumen vergesst nicht. Und im besten Fall bitte ein Abo da lassen, wenn es euch gefällt, wie ich hier kommentiere, wie ich hier spiele. Und mit diesen Worten sage ich vielen Dank. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.